Hallo ihr Lieben, 2023 ist bereits da. Es kam schneller als erwartet, vor allem für mich zumindest. Ich möchte euch allen frohes neues Jahr wünschen. Möge dieses Jahr eure Wünsche in Erfüllung bringen. Ich habe mir auch ganz viel vorgenommen. Wie immer am Silvester schreibe ich mir die Wünsche für das nächste Jahr. Ich überlege auch, ziehe auch die Bilanz, wie das letzte Jahr so abgelaufen ist. Was war gut, was war nicht so gut? Was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht und wieso? Und gleichzeitig setze ich mir natürlich auch Ziele für das nächste Jahr. Und für dieses Jahr habe ich mir ganz viele Ziele auch im Bereich Haushalt gesetzt. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Das Ziel Nummer 1 ist Ausmisten. Also ich möchte wirklich in 2023 zu dem Haus kommen, wo ich nur die Sache besitze, die ich wirklich brauche und möchte haben und die ich gerne besitze. Und alle anderen Sachen, die ich nicht brauche, möchte ich loswerden. Es wird ein langer Weg sein. Wir haben auch ziemlich viele Sachen angesammelt und in den Jahren, wo die Kinder klein waren, kamen ganz viele Sachen zusammen. Meistens sind das tatsächlich Kindersachen, die wir dann auch nicht losgeworden sind, weil die Zeit nicht gereicht hat, um irgendwelche Anzeigen zu schalten oder die Sachen zu spenden und einfach zu sortieren. Und dieses Jahr ist wirklich das Jahr, wo ich das angehen möchte. Das Erste, was ich ausmiste, sind die Spielsachen von meinen Kindern. Es hat sich einiges angesammelt. Ich habe euch auch viele Sachen gezeigt. Ich muss sagen, ich habe schon ganz viele Sachen abgegeben, vor allem wenn mal neue Kinder hier in der Nachbarschaft zur Welt kamen. Also die ganz kleinen Spielsachen für Babys habe ich meistens schon losgeworden, das ist gut. Und heute gehe ich noch die Sachen von meinen Kindern an und ich weiß, mit welchen Sachen sie spielen, mit welchen sie nicht spielen. Ihr wisst natürlich, dass ich auch mich für Montessori interessiere und momentan sind meine Kinder tatsächlich im Montessori-Kindergarten und brauchen eigentlich nicht so viele Montessori-Sachen. Nichtsdestotrotz möchte ich das trotzdem behalten. Meine Kinder wohnen jetzt separat, also früher habe ich euch gezeigt, sein Zimmer, das könnt ihr hier nachschauen. Die Kinder haben in einem Zimmer geschlafen und aus dem zweiten Kinderzimmer haben wir ein Spiel-Lernzimmer gemacht, wo wir das ziemlich nah an Montessori gestaltet haben mit verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Regalen. Das haben wir jetzt aufgelöst. Die Kinder haben jeweiliges Schlafzimmer bekommen und in jeweiligem Schlafzimmer sind auch Montessori-Regale drin. Die möchte ich belassen und ich habe eigentlich drei Ebenen und so werden auch die Spielzeuge aussortiert. Erste Ebene sind diese fördernde Spielsachen, Montessori-Spielsachen, die Spielsachen, die oder Materialien, würde ich mal sagen, die auf die Montessori-Regale kommen. Die werden in jeweiligem Kinderzimmer sein. Zweite Ebene sind Spielsachen für freies Spiel. Hier kommen natürlich solche Sachen wie Baublöcke, Legos, Puppen und so weiter, womit die Kinder frei spielen können. Diese Spielsachen haben wir im Wohnzimmer. Eigentlich, ja, das sieht man nicht. Hinter mir sind die Regale. Und dritte Ebene ist bei uns im Keller so eine Ecke. Das ist eine Spannungsecke. Da sind auch ein paar Sachen von meinen Kindern. Und das bleibt so. Ich habe das auch bereits mit euch in diesem Video geteilt. Da sind nicht so viele Sachen. Es sind ein paar Bücher und ein paar Musikinstrumente und ähnliches. Das könnt ihr gerne in diesem Video nachschauen. Natürlich habe ich noch im Keller Aufbewahrungsboxen, vor allem für diese Spielsachen, die Montessori-Regale betreffen, weil die werden rotiert. So viel Platz habe ich nicht und je nachdem, wie die Interessen der Kinder sind, werde ich die Spielsachen rotieren und für die Aufbewahrung habe ich die extra Spielboxen zusammengestellt. Um meine Vorsätze in 2023 zu erreichen, brauche ich natürlich Unterstützung, neue Ideen und Motivation und die Motivation bekomme ich meistens aus den Büchern. Leider habe ich natürlich nicht so viel Zeit, um neue Bücher zu lesen und Ideen zu sammeln und hier hilft mir Blinkist. Ihr kennt es schon, dass ich das sehr liebe. Die App Blinkist unterstützt mich auf dem Weg zum Minimalismus. Ich kann in nur 15 Minuten neue Ideen und neue Aussagen lesen. Es gibt über 5500 Sachbücher in der App. Insbesondere mag ich die Funktion Titel anhören,
weil in dieser Zeit kann ich natürlich tausende Sachen erledigen, sei es im Haushalt oder ich gehe raus. Ich sammle so neue Ideen und brauche jetzt keinen besonderen Zeitaufwand, um mit meiner Ausmistaktion zu starten. Momentan lese ich das Buch bzw. höre ich das Buch von den Minimalisten Joshua Fils Milborn und Ryan Nicodemus. Wir haben mehrere Bücher geschrieben und das ist der aktuelle Bestseller von denen, Love People, Use Things. In diesem Buch werden die wesentlichen Grundlagen des Minimalismus zusammengefasst. Dabei reichen bereits 15 Minuten aus, um einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Themen zu bekommen. Manchmal teste ich auch das Buch und schaue, ob es sich überhaupt lohnt, eine Vollversion anzuschaffen und zu lesen. Die neue Funktion Blinkist Connect ermöglicht es dir, einen Zugang zu einem Premium-Account mit einer weiteren Person zu teilen. Das heißt, du zahlst nur einmal für einen Premium-Account und zwei Personen können das gleichzeitig nutzen. Ich finde das Angebot klasse. Zwei Personen können davon profitieren ohne zusätzliche Kosten. Wenn du Blinkist selber ausprobieren möchtest, möchte ich dir gerne 25% Rabattcode anbieten. Starte deine 7 Tage lang kostenlose Testversion, indem du auf diesen Link klickst. Links sind auch in der Videobeschreibung. Und berichte mir gerne, wie du Blinkist findest. Und jetzt fangen wir an, die Spielsachen in Ordnung zu bringen. Im Wohnzimmer haben wir IKEA-Regale, wo auch die Spielsachen drin sind. Das ist meine zweite Ebene, also Open-Ended Spielzeug. Zuerst befreie ich die Regale von all den Spielsachen, die hier in letzter Zeit reingestopft worden sind. Wenn man vor Augen leere Regale hat, hat man auch einen besseren Überblick, was später wieder in die Regale gehört und was aussortiert werden muss. Wir hatten bereits ein Aufbewahrungssystem, nämlich diese durchsichtige Boxen, was ich gerne behalten möchte. Und das Erste, was ich mache, ich werde die Kategorien machen für Spielsachen, die wir lassen. Und alles andere, was nicht in diese Kategorie passt, das wird automatisch aussortiert. So geht das Ausmisten, glaube ich, am schnellsten. Die Plastikkisten, die ich hier nutze, die sind aus dem Bauhaus oder aus dem Hobby. Kann ich leider nicht empfehlen, die sind ziemlich dünn. Aber das war die Größe, die für diese IKEA-Regale, bester Regal, reingepasst hat. Von daher nutzen wir die nochmal. Allerdings muss ich zugeben, die Qualität ist nicht so gut. Und ich habe folgende Kategorien zusammengestellt. Lego, Baublöcke, Magnete. Damit spielen meine Kinder immer noch sehr, sehr gerne diese Magnetbausteine. Angefangen mit 2 Jahren alt, spielen sie immer noch sehr gerne damit und das regt sehr die Fantasie an. Da können sie verschiedene Häuser bauen und Parkgaragen für Autos oder ein Haus für Puppen. Und dieses Spielzeug, diese Kategorie bleibt auf jeden Fall momentan. Dann haben wir Baublöcke. Hier kommen solche Sachen, wir haben so aus Holz Baublöcke, die nutzen die auch noch gerne und wir haben sogar mehrere Spielsachen, die das betreffen. Einmal diese Kaplersteine, die sind aber in dieser schönen Holzkiste drin und ich werde die auch lassen. Ich muss zugeben, die spielen nicht so oft damit. Meistens auf meine Initiative, wenn ich die raushole, dann bauen wir was Großes. Aber selber bauen sie noch nicht so gern damit. Und ich glaube, die Altersangabe war auch etwas ab 6 oder so, von daher passt es eigentlich. Ich bin mir sicher, dass sie später ganz gerne damit spielen werden, weil das ist auch wundervoll, die Fantasie anregt. Und es gibt ganz viele Steine drin, Bauklötze, weil mit anderen Bauklötzen, die wir haben, kommen sie ganz schnell, das wird ganz schnell knapp. Also haben wir hier noch Matador, das habe ich auch angeschafft, das mögen sie auch sehr gerne und damit bauen sie auch sehr gerne und deswegen liegt das alles in diesem Kiste, Baublöcke, das ist zusammengefasst und damit spielen sie wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Klar, ich lasse nur die Spielsachen, die gerne bespielt werden. Hier in dieser Kiste haben wir Puppen. Das ist meistens von meiner Tochter. Diese Puppen wurden ihr meistens geschenkt. Also ich muss sagen, ich habe keine von diesen Puppen ihr geschenkt oder gekauft. Sie spielt aber trotzdem gerne mit denen. Sie zieht sie an, sie zieht sie aus. Deswegen kommen in diese Kiste Puppen und Zubehör, Kleidung für die Puppen. Das wird alles hier gelagert.
In der nächsten Kiste haben wir Autos. Das sind ganz kleine, feine Autos von meinem Sohn, der sehr, sehr gerne mit den Autos spielt. Und die ganzen Autos, die er hat, sind jetzt in dieser Kiste drin. Nebendran sind die Straßen. Er baut die Rennstraßen. Schön, wenn er Besuch bekommt, dann können die Jungs das wirklich zusammen machen und dann können sie mit den Autos spielen. Die können die Autos hier parken. Er hat auch eine Parkgarage, die er gerne nutzt und das bleibt auch. Wir haben noch so kleine Figürchen, damit spielen beide Kinder sehr gerne, damit können sie Rollenspiele spielen, das sind unterschiedliche kleine, ich glaube Figürchen von Playmobil, teilweise Lego, Püppchen, verschiedene, ja, aus verschiedenen Sets. Aber ich habe die jetzt getrennt und habe das alles in diese Kiste reingelegt. Die holen die Kiste, wenn sie Rollenspiele spielen möchten, dann holen sie diese Kiste raus und dann können sie in ihre Fantasie eintauchen und dabei vielleicht aus Baublöcken oder Magnetbausteinen Häuser bauen für diese kleine Figürchen, Puppen und so weiter. Ich finde, diese Kategorie ist auch sehr wichtig für ein freies Spiel. Natürlich haben wir eine Kiste mit Lego. Das ist auch etwas neu. Das haben sie auch jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe Duplo-Steine bereits aussortiert. Also wir hatten eine große IKEA-Kiste mit Duplo-Steinen, Duplo-Bauklötzen. Das haben wir alles abgegeben und als Ersatz kommt jetzt Lego. Mein Sohn ist jetzt auch 4 geworden und im Prinzip ist es ein gutes Alter, um mit Lego zu starten. Allerdings möchte ich das auch durch diese Kiste begrenzen. Das ist auch ein nächster Tipp von mir. Wenn ihr, so wie ich, solche Kisten euch anschafft, durchsichtig ist wunderbar für Kinder. Es gibt auch bei IKEA tolle Systeme, Trofast, da sind auch wunderbare Kisten, für solche Sachen, für Spielsachen. Und dann ist die Begrenzung, also alles, was man haben kann, soll in diese Kiste passen. Alles, was nicht reinpasst, dann ist es schon zu viel, überflüssig und dann sollte man aussortieren. Nachdem du die Kategorien zusammengelegt hast, legst du die Begrenzung fest, wo wird es reingehen, diese Kategorie? Ist es vielleicht durch diese Kiste begrenzt, wie bei mir? Vielleicht ist es bei dir Torfastkiste, vielleicht hast du Schubladen, eine Kommode, wo du Spielsachen aufbewahrst oder irgendwelche Körbe. Aber durch diesen Korb ist diese Kategorie begrenzt und wenn es Überfluss einnimmt, dann weißt du, wo du aussortieren sollst. Und natürlich haben wir noch die Eisenbahn. Wir haben ziemlich viele Schienen und Sachen, Zubehör, aber das passt in diese IKEA-Kiste, wo früher unser Duplo war. Hier ist schon sauber, hier am Eck. Und hier ist es auch die Begrenzung und das ist relativ voll. Das heißt, wir können eigentlich keine weiteren Eisenbahnzubehör haben. Und ich glaube, die Strecke ist auch riesig und ist groß genug, um alles Mögliche zu bauen. Und eigentlich braucht man da nicht mehr viel. Und in dem letzten Regal sind Gesellschaftsspiele, Puzzle, Brettspiele und solche Sachen werden wir da aufbewahren, was wir noch im Karton lassen, so dass es eher auch auffindbar ist. Ich habe ziemlich schnell aussortiert, dadurch, dass ich mich für diese Kategorien festgelegt habe. Ich habe die auch beschriftet. Die Kinder lernen ganz schnell, wo was liegt. Die werden auch die ganz schnell lesen lernen oder Buchstaben erkennen, was wo steckt. Von daher empfehle ich auch zu beschriften. Dann geht es auch ganz, ganz schnell mit dem Aussortieren. Ich war in halber Stunde fertig mit diesem Aussortiermethode. Den Rest, was nicht reingepasst hat, habe ich in eine Kiste zusammengelegt. Wir sind das nochmal mit den Kindern durchgegangen, aber meistens empfehle ich das eigentlich ohne Kinder zu machen, weil natürlich, wenn die Kinder dabei sind, dann wird alles wichtig und alles soll bleiben. Inzwischen haben wir im Keller einige durchsichtige Boxen mit den Spielsachen, die bereits aussortiert worden sind. All diese Spielsachen werden entweder gespendet, verschenkt oder verkauft und wenn die Boxen hier wegkommen, wird man tatsächlich merken, wie viel freien Platz wieder entsteht. Ich möchte mir vornehmen, die Spielsachen regelmäßig durchzugehen, damit es sich nicht ansammelt.
Vielleicht machst du mit und gehst auch Spielsachen deiner Kinder an und wir misten gemeinsam aus. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie du die Spielsachen deiner Kinder ausmistest. Das würde mir auch weiterhelfen auf meinem Weg. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao!